Hallo Leute, seid willkommen, euer Remi am Start mit der Materialbeschaffung Bittergras. Darum soll es heute gehen. Wo ist das Ganze zu finden? Wir sind im Spiel Runes of Magic mit da am Start. Und wann Material gebraucht wird, wir gucken mal wo. Oder ich möchte gerne fragen, wo meine Lieblingsstellen sind, wo man das Ganze dann hier wirklich relativ gut abfarmen kann. Und dann sammeln und sammeln, bauen mal ein paar Vorkommen ein. So, das hat sich doch für den Anfang auch schon sehr gut gelohnt. Da war das nächste Vorkommen. Wir brauchen ja nicht unbedingt hier wirklich jedes Stück einzusammeln, denn das Bittergras ist in der Regel nicht so selten, sondern wir sollten es schon finden. So, unser Bittergras ist mit einem Kräuterkunde-Skill ab 14, kann es dann abgebaut werden und das Ganze hat einen Handelspreis von 6 Gold pro Stück und das ist gar nicht mal so schlecht, da war noch mal eins gewesen und dann nehmen wir das da auch gleich mal mit. Nein, wir wollen jetzt nicht gerade für die Stadt kämpfen, denn wir sind hier ein Gras sammeln. So, das Ganze ging relativ fix, also 20 Stück in 3 Minuten, da können wir nicht meckern und wir haben hier zack, zack, gleich mehr und mehr Vorkommen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, also ich denke mal, wir kriegen 30 Stück locker in 5 Minuten zusammen. Da drüben ist noch ein Vorkommen. Und dann glaube ich, sollte das wirklich schon reichen. 4 Minuten für geschätzt 30 Stück. Hier drüben haben wir gleich noch mehr. Das ist eigentlich ganz okay. Deswegen, ich zeige euch noch, wo ist das Ganze hier wirklich so fix dann auch zu farmen. Denn dafür muss man doch schon eine Weile unterwegs sein und auch ein bisschen suchen bzw. Erfahrung haben. Wo sind denn hier welche Vorkommen? Oh, da kommt ja der große Elite-Boss. Da sollen wir natürlich mal ein klein wenig aus dem Weg gehen. Der kommt genau auf uns zu. Aber wir weichen mal und dann mag der uns mit Sicherheit auch nichts tun. Und können wir noch fleißig das nächste Tag was bedenken. So, auf der Karte mal gezeigt, wo wir sind. Wir sind in der Region Silberquell. Dort ist das Ganze zu finden. Und zwar haben wir hier wirklich diesen Bereich hier voll mit dem
Material. Auch ein Stückchen weiter nach unten haben wir Vorkommen von Bittergras mit dabei. Aber wer das wirklich farmen möchte, der ist hier oben, glaube ich, am besten dran. Denn so viel findet man nirgends anders auf der ganzen Karte in Runes of Magic. Deswegen, Leute, ich habe es euch gezeigt. Dort würde ich sammeln, wenn man es will. Also, ich sage danke fürs Zugucken. Lasst mal gerne ein Like oder ein Abo da. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Remi.